Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf 9999 Dinge. Hier ist wieder Katrin mit einer neuen Bastelideen-Inspiration. Im Moment habe ich ja noch die Karten, die ich schon vor langer Zeit gebastelt habe. Und wenn das jetzt durch ist, das ist jetzt noch eine und dann kommen noch zwei Videos, dann bastel ich wieder diese Karten mit euch zusammen und dann kommen auch wieder 10 Ideen, wie das Ganze mit anderen Papieren aussieht. Und dann kann ich euch auch wieder sagen, welche Papiere ich verwendet habe. Jetzt ist das fast ein halbes Jahr her, wo ich die gebastelt habe und ich würde mich jetzt dumm und dämlich suchen, die Papiere da jetzt passend rauszusuchen. Ich hoffe, ihr versteht mich da irgendwie. Falls ich ja irgendwie was weiß oder so, ja, verlinke ich es euch unten in der Videobeschreibung oder werde es euch jetzt hier im Video dazu sagen. Die Federn habe ich verwendet. Hier von diesen Spellbinders, von den Standschablonen. Das sind wunderschöne Federn. Und da habe ich ganz, ganz viele Bastelanleitungen gemacht. Und ich habe für diese Idee habe ich mir diese Standschablone herausgesucht. Und hier ist es so, das werdet ihr auch gleich sehen, man sieht so ganz, ganz, ganz fein diese Federn. Also das ist wunderbar abgebildet. Und auch das verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Super, super Standschablone. Sie kostet zwar ein bisschen Geld, aber ich kann sie echt empfehlen, weil ich hier schon sehr, sehr viel mit gebastelt habe. So, es ist eine Federn... Karte entstanden mit verschiedenen Sprüchen. Hier habe ich dieses Vellum-Papier verwendet. Ich habe das ganz normal hier mit Hand ausgeschnitten oder zumindest mit meinem Papierschneider. Damals hatte ich noch nicht so eine Stanzschablone, die mir diese Form ausstanzt. Mittlerweile habe ich eine und dann, ja, ab und zu ist es so ein bisschen krumm geworden, aber ich finde halt, das macht halt so dieses Handmade dann noch so ein bisschen besser. Ja, das ist zumindest meine persönliche Meinung. So, meine Guten, was habe ich gemacht? Ich habe eine Faltkarte genommen. Ich habe Motivpapier genommen. Das müsste jetzt sogar vom Action gewesen sein. So Kraftpapier mit so spiegelmäßig drauf. Dann habe ich ganz normalen weißen Cardstock genommen. Ne, rundherum so einen Rand gelassen. Und hier habe ich die Federn einmal in so einem Spiegelpapier ausgestanzt, einmal mit diesen und dann habe ich die so ein bisschen anders versetzt und habe sie hier mit 3D-Klebepunkten befestigt und hier unten habe ich einmal in demselben Papier ja ein größeres Stück ausgeschnitten, hier auch dann diesen Spruch mit diesem Vellumpapier und habe links und rechts dann das Ganze mit den Brads befestigt. Ja, die Löcher habe ich reingemacht mit meiner. Na, wie heißt's? Jetzt komme ich nicht drauf. Mit diesem Drückding. Wie heißt's denn? Oh, das ist furchtbar. Wenn der Knopf leuchtet, fehlen mir die Worte. Mit meinem, keine Ahnung, ich verlinke es euch unten. So, meine Guten. Und dann war es auch schon. Hier unten auch wieder so mit diesem großen hier Foam Tape, mit dem da befestigt. Und dann war die Karte auch schon fertig. Und das ist Karte Nummer 1. Schaut, seht ihr das, wie die Federn, wie das richtig abgebildet ist? Hier hat man halt die Struktur von dem Papier noch mit drauf, aber hier, das ist so richtig toll. Also eine richtig geniale Standschablone. So, wir machen weiter. Woher ist dieses Papier? Ich würde mal sagen, es könnte ein A5 Teddyblock sein. Also die finde ich richtig toll. Die finde ich wirklich richtig toll. Ich würde jetzt mal sagen, man könnte sogar als Trauerkarte nehmen. Es gibt oft Trauerkarten, wo so Federn drauf sind, ja. Und wenn man dann hier so im stillen Gedenken oder so macht, könnte man das, oder? Also ich würde das jetzt sagen. Finde ich sehr schön. Auch hier im Hintergrund, das müssten Federn sein, die ihr hier seht. Und die finde ich auch richtig klasse. Dunkelblau, Gold und hier hinten hat man so halt so, ne? Leichtes Gold drin, würde ich jetzt so sagen. Und das Dunkelblau eh. So. Was haben wir denn hier Schönes? Das müsste auch wieder aus diesem A5-Block sein. Ich glaube sogar aus demselben. Und hier habe ich mal Türkis verwendet. Ja, wenn ich es jetzt so in der Kamera sehe, passt es jetzt nicht so ganz. Aber wenn ich jetzt hier so runter gucke und nicht in den Bildschirm gucke, finde ich, es passt.
Die finde ich ja wieder total passend. Im Hintergrund hat man halt Federn. Könnte Action sein. Action erkenne ich meistens daran, dass das hier halt manchmal so Teile so ein bisschen beglitzert sind. Und dann habe ich halt hier zwei verschiedene Brauntöne gewählt. Das ist braun, das ist so ein Rossgold-Gold, so schwer zu beschreiben. Und ich finde auch das richtig. Es muss ja nicht immer kunterbunt sein. Es kann ja auch mal so ein bisschen herbstlich sein, ja? Im Herbst fallen ja die Blätter. Und ja, wie komme ich jetzt auf Blätter? Ja, Blätter und Federn. Ja, keine Ahnung, was das jetzt für ein Zusammenhang war. Nun gut, vergesst mal das am besten. Nein, das schneide ich nicht raus. Damit ihr einfach mal seht, wie das hier so abläuft. Da war ich beim Federn, beim Blättern. Aha, alles klar. So, was haben wir denn hier Schönes? Könnte auch wieder Action sein, wegen dem beglitzernden Made with Love. Dunkelblau, dann wieder so ein Rostgold. Ne, ist ein anderes. Und unten habe ich halt immer andere Sprüche dann gewählt von diesem Vellumpapier. Ah, oh, das finde ich süß. Das ist das Papier von Davanda von Sammy Fim. Falls sie das noch hat, verlinke ich es euch unten in der Videobeschreibung. Das ist echt toll, dieses Papier. Ich finde das so goldig und ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie das halt aussieht im Hintergrund mit diesen Federn und ich finde es echt niedlich. Ah, es wird noch niedlicher. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das verwendet habe, weil ich die jetzt einfach aus meinen Boxen raus habe und so gestapelt, wie halt das ist, ne? Immer 10 Stück. Und habe jetzt gar nicht durchgeblättert. Ach, ist das niedlich. Miss You habe ich hier gewählt. Ja, könnte ja sein, ne? Mein kleines Schweinchen. Miss You. Ja. Könnt ihr euch jetzt denken, was ihr wollt. So, und hier habe ich gewählt das Grün wegen dem Grün und das hier wegen den Schweinchen. So. Das Papier muss ich auch wieder rauskramen. Da muss ich schöne Sachen mit basteln. Niedlich, echt niedlich. So, ich habe das gemacht. Ich denke mal, es wäre bestimmt auch interessant aus, wenn man das vielleicht als Spiegelkarton wählt, statt in Weiß. Und das dann vielleicht auch mit anderen Farben macht oder vielleicht dann in Weiß oder so abgewechselt. Wäre bestimmt auch interessant. Das Papier ist vom Action. Das sind diese Kraftpapierblöcke, die halt immer manchmal so gibt mit so Spiegelkarton. Und hier habe ich halt Gold. Den goldenen Schriftzug, weil und dann auch hier so Gold gewählt, ne, damit so ein bisschen harmoniert und das halt zudem. Es geht weiter. Das finde ich auch schön. Das ist echt, da ist wieder dieses Papier von Sammy Fim. Auch das werde ich euch unten verlinken. Ansonsten bei der Verlinkung unten dann eingeben Sammy Fim, da kommt er dann auch hin. Ich weiß aber echt nicht, ob sie das noch hat, weil ich das glaube ich... Genau, das habe ich mir zu Weihnachten bestellt letztes Jahr. Genau, das war, habe ich mir zu Weihnachten gegönnt. Also es kann gut möglich sein, dass es das vielleicht schon gar nicht mehr gibt. Hier habe ich Best Wishes genommen von diesem Vellum-Papier. Ich will immer Vellum sagen von diesem Vellum. Und die Einhörner und halt die Federn. Und wir kommen leider schon zur letzten Karte. Aber die finde ich auch schön. Das ist, glaube ich, wieder dasselbe Block wie hier so die am Anfang. Wo waren sie denn? Oder hier? Ja, hier habe ich halt wieder gewählt wegen dem Rosa hier und das wegen dem Dunkeln. Hier habe ich halt Gold. Ich hätte natürlich auch Gold wählen können, damit es noch ein bisschen besser zusammenpasst. Congratulations habe ich hier genommen. Und von Namen sieht das Ganze so aus. So, ihr Lieben, das waren sie, die 10 Ideen. Ich hoffe, es waren 10, vielleicht waren es auch mehr. 2, 4, 6, 8, 10,
10 Stück dürfen es gewesen sein, ja. Ich bin gespannt, wie immer, was ihr dazu sagt. Bedenkt, dass ich wirklich immer ausprobiere, ja. Es ist auch manchmal was dabei, was dann nicht so harmoniert. Aber ich zeige es euch einfach, weil ihr sehen sollt, was ich da so mit verschiedenen Papieren experimentiere. So, oben beim i ist die Playlist verlinkt, ja, wo da alles drin ist. Ich vergesse immer, was ich am Anfang gesagt habe, also nicht wundern, wenn ich mich wiederhole. Und ansonsten auf dem Kanal gucken, was ihr sonst noch so für Themen vielleicht interessant findet, wenn ihr möchtet. Oder einfach durch die Playlist stöbern und da euch die passende abspeichern, wenn ihr speziell benachrichtigt werden möchtet, wenn zum Beispiel in dieser Kategorie wieder ein Video online kommt. So, meine Guten, das war's von mir. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis bald, eure Katrin.